geht's euch gut? Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Es ist soweit, wieder an der Zeit, mehr Wissenschaft ins Fitnessgame zu bringen. Dafür haben wir heute mit am Start Dr. Malte Buchert als Muskelforscher, sind hier im Health Lab in Salzburg. Und Freunde, jetzt werden wir mal wieder mit dem EMG-Messgerät schauen, welche Übungen sind die besten für den Trizeps, welche Mythen gibt's und wenn es hier Mythen gibt, die müssen wir zerstören. Genauso wie im Bizeps-Video, falls ihr das verpasst habt, oben auschecken. Auf geht's! Ich klebe jetzt hier nur den lateralen Kopf an und den langen Kopf. Der mediale Kopf ist schwer zu isolieren, aber in der Regel reicht es, wenn man den lateralen Kopf stellvertretend nimmt und dann halt den langen Kopf, der auch noch von Interesse ist. Auf geht's. Gut, so, wir starten mit der ersten Übung, Compound-Übung. Wir schauen wieder Bodyweight-mäßig, wie sieht's mit Dips aus? Wie effektiv sind Dips? Start mal. Genau. Wir nehmen die aufrechte Variante, weil die den Trizeps etwas besser isoliert. Das ist nie eine Isolationsübung, man hat immer die Brust mit drin und ein bisschen Zusatzgewicht, um das Ganze auszutarieren, dass es ungefähr gleich schwierig wird. Genau, damit wir immer den gleichen Widerstand haben, also um die 8 bis 10 Wiederholungen. Man sieht die größeren Ausschläge für den langen Kopf, aber der Unterschied ist insgesamt sehr gering. Also der laterale und der lange Kopf haben beide, das sieht man hier links, haben beide eine recht gute Belastung mitbekommen, aber der lange Kopf muss vor allem im oberen Teil der Bewegung, hat er immer so einen Peak gehabt, da hat er einmal kurz eine Maximalcontraction. Ob das jetzt bedeutet, dass er dadurch besser wächst, kann man nicht sagen. Aber insgesamt scheint es für beide, also sowohl für die eingelenkigen als auch den zweigelenkigen Kopf effektiv zu sein. Dann würde ich sagen, wäre es jetzt super interessant zu schauen, wie es bei den Ringen ausschaut. Genau das gleiche nochmal mit Ringen. Alles klar, schauen wir uns das an. Wow. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich muss da jetzt sehr viel stabilisieren. Also ich habe richtig gewackelt und bin gespannt, ob das jetzt mal etwas ändert. Also die absolute Spannung für den lateralen Kopf hat abgenommen. Für den langen Kopf wurde sie mehr und was aufgefallen ist, das war bei der ersten Übung aber auch schon so, der lange Kopf ist vor allem im oberen Teil der Bewegung mit eingesprungen. Und das macht durchaus Sinn, weil nach oben hin drückt er in Richtung nach hinten, stabilisiert nach hinten den Arm. Das macht durchaus Sinn, dass er da mehr mit reinkickt als im unteren Teil, wo er fast nichts zu tun hat. Das ist aber, wie gesagt, eigentlich erwartungsgemäß. Der lange Kopf ist zweigelenkig, der sitzt hinten am Schulterblatt an, der ist für die Stabilisierung wichtig und stabilisieren müssen wir natürlich viel mehr, wenn wir es mit Ringen machen. Ja, das heißt, summa summarum von den beiden Übungen, welche empfiehlst oder welche würdest du eher machen? Ich würde tatsächlich die stabilere Variante eher machen und dann vielleicht sogar eher mit Zusatzgewicht überladen, weil da mehr für den lateralen Kopf mit dabei ist. Und wenn wir das dann mit Gewicht noch überladen, wird es natürlich wahrscheinlich eher noch mehr. Und den langen Kopf haben wir in beiden Fällen sehr stark dabei. Also wenn es nur um Hypertrophie geht, würde ich die stabilere Variante nehmen. Alright. Wichtig, wir versuchen auch heute wieder, ihr wisst ja Bescheid, nicht nur die Flächen zu rasieren und zu desinfizieren, sondern natürlich auch immer genügend Pausenzeiten zwischen Übungen einzubauen. Versuchen verschiedene Varianten aus. Ihr seht hier einen kleinen Ausschnitt aus den verschiedenen Übungen, die wir immer machen. Wir wechseln mit den Winkeln und so weiter. Testen so viel wie möglich durch, damit wir da die besten Resultate für euch rausballern können. Natürlich ist es keine Studie in dem Sinne. Wir versuchen aber unser Bestmögliches, was man eben machen kann, um euch hier einfach zu zeigen, okay, so sieht's aus, denn so viele da draußen teilen immer die gleiche Studie, obwohl die nicht mal stimmt. Und plötzlich glauben es alle und da muss man einfach mal sagen, hey, halt, stopp, wir können das besser, Fitness-YouTube braucht mehr Wissenschaft. Ich würde nur gerne Bodyweight-Übung machen. Okay, dann machen wir Diamond-Push-Ups. Diamond-Push-Ups. Schauen wir, wie die vom Trizeps gehen. Ganz krass, größere Ausschläge beim langen Kopf. Ne? Der lange Kopf hat deutlich größere Ausschläge. Absolut gesehen muss der lange Kopf hier mehr drücken, aber vor allem hat er größere Peaks. Und das war immer dann, wenn du von ganz unten dich hochgedrückt hast, dann gab es diesen starken Peak. Also man kann da schon mal ganz klar sagen, so wie ich das sehe, super effektiv. Es ist sehr effektiv für, also von der durchschnittlichen Spannung für beide Köpfe, für den lateralen Kopf gibt es keine so richtig großen Ausschläge. Der muss anscheinend immer die ganze Zeit unter großer Spannung sein, ja, um das zu halten. Die größeren Ausschläge sieht man beim langen Kopf, der insgesamt auch ein bisschen mehr hat. Das scheint eine sehr effektive Übung für den gesamten Trizeps zu sein. Aber jetzt bin ich noch gespannt auf die nächste, die wir jetzt machen. Auch eine letzte Bodyweight-Übung, wo ich glaube, die könnte auch sehr effektiv sein. Wir haben hier immer für den langen Kopf die größeren Ausschläge. Das hatten wir auch bei den anderen Übungen schon gesehen.
Der lange Kopf ist immer in der konzentrischen, also in der positiven Bewegung, hat er die größeren Ausschläge, während der kurze Kopf immer das stärkere Hintergrundrauschen in Anführungsstrichen hat. Das heißt, der muss offensichtlich immer unter einer größeren Grundspannung sein. Mhm. Bei beiden von diesen Übungen. Jetzt gucken wir nochmal, wie das jetzt im Durchschnitt ist. Das sieht man hier ganz deutlich. Ne? Wir haben hier die größeren Ausschläge beim langen Kopf. Aber was die durchschnittliche Spannung betrifft, ist es hier bei der Übung fast gleich. Scheint ebenfalls auch effektiv zu sein für den lateralen und den langen Kopf. Median haben wir nicht extra angeguckt, aber ich gehe davon aus, dass es dafür das dann auch ist. Also durchaus eine sehr effektive Übung, hat auch durchaus gute Werte. Dachte ich mir, weil die allein schon, manchmal kann man ein bisschen auf Muskelgefühl auch vertrauen und es kommt auch darauf an, wie gut man den Muskel auch mein Muskeltechnisch erreicht. Ja, also ich spüre hier den Trizeps extrem gut und kann mich richtig gut hineinversetzen, den zu treffen oder die Muskelköpfe zu treffen. Demnach überrascht mich jetzt nicht. Und wir machen weiter jetzt mit Kurzhanteln, Freunde. Jetzt kommen wir zu den Isolationsübungen. Jetzt haben wir Compound-Übungen, also Bodyweight-Übungen und so weiter, mehrgelenkige Übungen uns angeschaut. Jetzt vergleichen wir das Ganze mit Isolationsübungen. Und jetzt würde ich auch sagen, wir starten jetzt mit Kurzhantelübung über Kopf, die auch sehr viele sehr gerne machen. Und dann schauen wir mal, ob die wirklich und wie heftig die jetzt den Trizeps erreicht und vor allem, wie heftig die den langen Kopf jetzt da zerstört. Den wir für die Dicke von der Seite brauchen. Jawohl. Los geht's. Ah, das sieht man schön jetzt. Wir sehen direkt der lange Kopf, tippitoppi. Guter Ausschlag und aber auch durchschnittlich arbeitet der lange Kopf, glaube ich, da eindeutig. Der lange Kopf arbeitet insgesamt durchschnittlich mehr. Und man sieht auch, wenn man hier wieder zurückgeht, dass der laterale Kopf, das sieht man hier oben, der hat kaum Ausschläge. Ne? Der ist wirklich der ist eine Dauerspannung. Was natürlich fürs bedeuten kann, dass er durchaus auch gut wächst, wenn er quasi Dauer Time and Attention hat. Aber die wirklichen Ausreißer nach oben bei der konzentrischen Bewegung, die sieht man beim langen Kopf. Also es stimmt, was man sagt, dass die Übung vor allem für den langen Kopf effektiv ist. Okay. Und ist erst beim erneuten Sichten der Daten aufgefallen, dass bei der Kurzhantelübung über Kopf geringere absolute Werte zu sehen waren als bei den anderen Übungen. Das kann zum einen an ungünstigen Hebelverhältnissen liegen, wenn man die Hantel mit beiden Händen hält. Vielleicht wird aber auch mehr elektrische Aktivität in den tieferen Phasen erzeugt. EMG-Messungen sind zwar ein Hinweis auf die Muskelaktivierung, aber nicht der einzig wichtige Faktor für Muskelwachstum. Wir halten diese Übung daher dennoch für effektiv, zumindest für den langen Trizepskopf. Jetzt eine Übung, die sehr viele auf TikTok, Instagram und so weiter vorschlagen. Jeder Kabelturm ist besetzt damit. Was machen wir jetzt? Ja, ihr wisst Bescheid, wir gehen hin und legen los. Also die klassische TikTok-Übung. Wir arbeiten jetzt hier aus dem Trizeps in Faserverlaufrichtung nach unten und greifen hier eben den Griff und versuchen jetzt hier eine gerade Linie zu bilden und sollten so perfekt den Trizeps treffen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also fährt schon mal richtig gut rein, also spüre ich extrem gut im Trizeps. Schau mal, das sieht schon da deutlich anders aus. Na, jetzt haben wir hier endlich mal eine Übung, bei der der laterale Kopf einen großen Ausschlag macht. Also wo er an der aktiven Bewegung, war ja vorher auch beteiligt, aber wo die Beteiligung deutlich besser sichtbar ist. Und wenn wir jetzt mal ins... Und der lange Kopf, also beide arbeiten hier. Und wenn wir mal gucken, scheint eine sehr gute Komplexübung für den gesamten Trizeps zu sein. Wir sehen hier das erste Mal keinen echten Vorteil für den langen Kopf. Aber trotzdem ist der lange Kopf gut im Training drin. Also super Ausschläge. Scheint eine gute Komplexübung zu sein. Wenn man sich für eine Trizepsübung entscheiden wollte im Gym, wäre das eine gute Wahl. Bis jetzt. Bis jetzt. Unilaterale Katana Extensions. Und schauen jetzt, ob wirklich der lange Kopf jetzt noch mehr beansprucht wird. Müsste eigentlich so sein, aber mittlerweile überrascht uns hier nichts mehr. Fährt auf alle Fälle gut rein. Lecco mio. Was sagen die Daten? Die Daten sagen, da wo es anstrengend wurde, das sehen wir hier, gibt es kaum einen Unterschied zwischen dem langen und dem lateralen Kopf. Aber in den ersten Wiederholungen hat der lange Kopf fast alles alleine gemacht. Ah, ja. Ganz am Anfang, das waren noch die initialen Bewegungen, und dann hattest du 2-3 Wiederholungen, wo der laterale Kopf fast nichts gemacht hat. Also relativ gemischtes Ergebnis, wenn wir das Ganze mit den Einzelreps angucken. Und wenn wir es uns allgemein angucken,
sehen wir tatsächlich keinen großen Unterschied. Und der Unterschied, den wir sehen, kommt nur durch diese drei Wiederholungen, bei denen du aus welchen Gründen auch immer fast nur aus dem langen Kopf gearbeitet hast. Wenn wir die rausrechnen würden, wäre es genau gleich. Es ist also hier nicht so, dass wir hier einen deutlichen Unterschied sehen zu der Übung, die wir vorher hatten. Auch von den absoluten Zahlen ist kein großer Unterschied. Die Übungen scheinen laut dem, was wir hier gesehen haben, total austauschbar zu sein. Das sind nur die EMG-Messungen. Ne? Das heißt nicht, dass nicht aufgrund der Vorspannung, weil wir hier im Gedehnten mehr arbeiten, es nicht vielleicht trotzdem mehr Hypertrophie bringt. Aber vor allem von der Spannung her sehen wir keinen wirklichen Unterschied. Das ist so spannend. Ich kann es nur immer wieder bestätigen, auch im Bizeps-Video. Freunde, wenn man ein bisschen den Winkel ändert, sei es die Schulterrotation, sei es das Handgelenk, sei es die Beugung des Körpers, sei es die Anatomie des jeweiligen Körpers von euch da draußen. Immer wieder spielt ein anderer Kopf mit rein. Also den Körper so isoliert wie möglich zu trainieren und immer nur die einzelnen Köpfe gezielt treffen zu können, das ist einfach ein Mythos. Und das müssen wir einfach mal so sagen. Ja, und was halt auch wirklich, was hier jetzt zum Beispiel auffiel, ne, die Variante über Kopf mit Kurzhantel, die du gemacht hast, die ist theoretisch von der Übungsausführung viel ähnlicher zu den Katana-Extensions. Hat aber hier ein ganz anderes Profil gebracht. Die Variante mit der Kurzhantel war sehr dominant für den langen Kopf. Die Katana-Extensions mit dem Seil war es nicht. Wahrscheinlich, weil man doch eine andere Art auch der Mind-Muscle-Connection hat, wenn man da diese Bewegung macht. Nur bei drei Wiederholungen, da war es so wie mit der Kurzhantel. Offensichtlich ist es extrem variabel, sogar bei derselben Person, je nachdem, worauf man sich konzentriert. Wahnsinn, was auch mein Muscle Connection ausmacht. Da sehen wir das jetzt hier wieder sehr schön in Zahlen, Daten und Fakten. Auch wenn man es vielleicht vermutet, es ist tatsächlich so. Deswegen lasst euch da nicht da draußen immer verwirren mit, ja, diese Übung für diesen Muskel perfekt, diese für diesen perfekt. Das sieht bei jeder Person anders aus. Und sogar, wir haben es gesehen, wie du sagst, sogar bei mir die ersten Wiederholungen, vorher noch dieser Muskel, dann wieder der andere, weil der einfach übernimmt, weil der andere schwächer wird oder weil sich einfach der Körper leicht gedreht hat. Also das sind so viele Variablen, die kann man so einfach nicht festlegen. Jedenfalls nicht bei den Übungen, die wir hier gesehen haben. Genau. Man kann eine Tendenz natürlich meistens erkennen, aber es heißt noch lange nicht, dass es dann bei jedem da draußen so ist. Aber umso spannender ist es jetzt, wie es weitergeht, weil ich würde sagen, eine Übung, die fast alle im Gym machen, Kabelturm und Seil. Ne? In der Theorie müsste das, wenn es von genau oben kommt, hauptsächlich den lateralen Kopf bekommen. Also wir müssten hier das erste Mal eigentlich eine stärkere elektrische Aktivität im lateralen Kopf sehen. Mal gucken, ob das so ist wie zumindest die 20 Jahre alte Literatur, die damals Buchsch und Behrens, glaube ich, uns ausgesprochen hatten. Stärkere Aktivierung auch hier wieder vom langen Kopf. Langer Kopf. Der lange Kopf zeigt auch hier wieder die stärkeren absoluten Ausschläge. Das ist unerwartet, aber zeigt, dass auch hier anscheinend der lange Kopf ziemlich viel stabilisieren muss. Wenn das wirklich so sich so bewahrheitet, müsste man sich um das Training des langen Kopfes eigentlich gar keine Sorgen machen, weil du bist jetzt immer eine mindestens genauso gute Aktivierung des langen Kopfes. Das stimmt. Wir hatten ein paar Übungen, bei denen es ausgeglichen war und einige, bei denen der lange Kopf mehr abbekommt, so wie hier auch tatsächlich, was mich tatsächlich eher wundert, aber es kann auch daran liegen, wo genau die Elektrode jeweils liegt. Wir haben sie gut platziert, aber ich meine jetzt, es kann sein, dass wir sehen ja zum Beispiel auch nicht, was innen drin mit den Fasern passiert. Das sind ja eine oberflächliche Messung. Aber trotzdem sieht man hier eine Tendenz. Ne? Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit Seil, aber vor dem Körper, weil ich spüre es da immer extrem im langen Kopf. Und da würde mich jetzt interessieren, ob das dann auch tatsächlich noch mehr auf den langen Kopf geht als diese Version. Und dann schauen wir, was den kurzen Kopf mal wirklich gut trifft. Aber jetzt erstmal diese Version. Okay. Also ich gehe immer so in diese Position, bleib vorne zusammen und versuche jetzt hier nach unten zu gehen. Da fängt es bei mir immer extrem zu brennen an und extrem im langen Kopf. Schauen wir mal, ob sich das auch bewahrheitet. So, das hat man eben schon im Leitbild gesehen, das ist schon beeindruckend. In der Tat sieht man hier nur, der lange Kopf scheint überhaupt zu arbeiten. Also fast nur. Ne? Man sieht hier die Ausschläge beim kurzen Kopf. Nicht mal eine starke Hintergrundspannung. Und wenn wir hier reingucken, müsste man es hier, ne, mehr als extrem sehen. Wobei man aber sagen muss, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, ist diese Übung für den langen Kopf nicht intensiver, also laut dieser Messungen, als die Übung, die wir vorher haben. Es ist einfach nur viel weniger intensiv für den eingelenkigen, also für den lateralen Kopf. Mhm. Insofern ist die Frage, ob das jetzt Sinn macht, diese Übung mit reinzunehmen, weil man das, was man für den langen Kopf hat, zumindest laut elektrischer Aktivität, genauso auch mit den anderen Übungen hat, aber der laterale Kopf hier praktisch, das Hufeisen bleibt hier außen auf der Strecke. Ja, stimmt. Aber wenn man jetzt sagt, man hat schon gutes Hufeisen, man will aber den langen Kopf umso mehr nochmal ans Limit bringen, dann kann man vielleicht diese Übung nochmal machen. Also wenn man den langen Kopf irgendwie isolieren möchte,
weil der einem irgendwie fehlt. Kann man das machen? Nur wie gesagt, einen wirklichen Vorteil sehe ich jetzt gegenüber den anderen Übungen erstmal noch nicht. So, wir haben ja jetzt Übungen, einige, die teilweise auch überraschenderweise den langen Kopf sogar mehr trainieren als den lateralen Kopf. Eigentlich suchen immer alle nach guten Übungen für den langen Kopf. Die haben wir offensichtlich gefunden. Was wir noch brauchen, wäre jetzt eigentlich mal eine Übung, die den lateralen Kopf, das Hufeisen, mehr trainiert. Und ich habe eine Idee, was es sein könnte, nämlich das enge Bankdrücken mit Kurzhanteln. Das müsste anatomisch irgendwie Sinn machen. Mal gucken, ob es auch so ist. Schauen wir mal rein. Also, was sehen wir? Umso anstrengender die Übung wurde, desto mehr hat der lange Kopf übernommen. Das sehen wir ja auch. Ne? Am Anfang war der laterale Kopf auf jeden Fall stärker drin. Mal gucken, was es über die Zeit ausmacht. Und wir haben hier ein interessantes Bild. Der laterale Kopf hat insgesamt mehr gemacht. Also zumindest mehr Aktivität. Der lange Kopf hat die größeren Ausschläge. Das kam durch die letzten Wiederholungen. Offensichtlich, wenn der Trizeps alle ist, macht der lange Kopf noch mehr als der laterale. Aber wir haben hier, was die durchschnittliche Aktivierung betrifft, das erste Mal eine Übung, die den lateralen Kopf mehr trainiert. Bankdrücken, Langhantel, enger Griff. Ja, müsste den langen Kopf weniger trainieren in der Theorie, wenn wir zur Brust absetzen. Langer Kopf und lateraler Kopf fast exakt gleich. Tatsächlich haben wir hier ein bisschen stärkeren maximalen Ausschlag beim lateralen Kopf, aber das ist zu vernachlässigen. Jetzt würde mich interessieren, wenn ich weitergreife, ob der Trizeps dann weniger dabei ist. Müsste eigentlich so sein. Hol dir jetzt deinen an dich angepassten Trainingsplan von Dr. Malte Buchert, Urs Kaleczynski, mir oder vielen anderen Top-Coaches bei Gymkey. Tracke dein Training, tracke deine Ernährung, nutze den Kalorienrechner mit Barcode-Scanner, nutze die Rezepte und erreiche dein Ziel so schnell wie nie zuvor. Mit dem Code Gymkey bekommst du auf gymkey.com den maximalen Rabatt. Den Link findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Jetzt kostenlos testen. No fucking excuses. Jetzt haben wir unsere Übungen, die den lateralen Kopf auf jeden Fall deutlich mehr trainiert, nämlich das weitere Bankdrücken. Das weitere Bankdrücken hat zwar insgesamt eine geringere Aktivierung als einige andere Übungen, weil die Brust sehr viel übernimmt, aber hier beim weiten Bankdrücken spielt der lange Kopf kaum noch eine Rolle. Je breiter man greift, desto mehr übernimmt hier anscheinend der kurze Kopf. Man muss dazu sagen, dass es jetzt nicht dein Maximalgewicht beim Bankdrücken ist, was du dabei hast. Das würdest du jetzt auch nicht mehr schaffen nach vielen anderen Übungen. Man muss dazu sagen, es ist generell keine gute Übung für den Trizeps. Auch breit gegriffen, auch nicht, auch hier das wieder. Das sehen wir auch hier wieder. Und normales Bankdrücken hat hier tatsächlich eine etwas größere Aktivierung sogar für den lateralen Kopf als das enge Bankdrücken. Hier haben wir 190, beim anderen hatten wir 150. Ja. Ist aber trotzdem kein Spitzenwert und der lange Kopf ist halt stark am Abfallen. Genau. Und jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wie sieht es mit der Brustmuskulatur aus? Also wenn ihr weitere Muskelgruppen analysiert haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentarbox, lasst einen Daumen nach oben da und bin gespannt, welche Muskelgruppe ihr als nächstes analysiert haben wollt. Trizeps war beim Bizeps-Video das nächste, bin gespannt, was das nächste sein soll. Gerne jetzt rein damit. Und wir kommen zur Zusammenfassung des Videos. Was haben wir gelernt? Was sind die besten Trizepsübungen? Wenn wir uns für eine Trizepsübung entscheiden müssten, um den eingelenkigen und den zweigelenkigen langen Kopf beide gleichermaßen zu trainieren, haben bei uns am besten abgeschnitten die unilateralen Seilzugübungen. Die anderen Übungen haben meistens den langen Kopf stärker trainiert als den kurzen Kopf, waren aber für den immer noch effektiv. Insofern gehen sie fast alle. Und im Vergleich zu Compound-Übungen, im Vergleich zu Isolationsübungen? Die Dips, gerade mit Zusatzgewicht, haben relativ gut für beide Köpfe abgeschnitten. Tatsächlich sogar auch mit den Ringen. Insofern Dips sinnvoll, ansonsten von den eingelenkigen Köpfen alle Übungen, alles über Kopf, vor allem für den langen Kopf. Für den lateralen Kopf hatten wir nur eine Übung, die ihn stärker trainierte als die anderen. Das war das weite Bankdrücken, aber das hat eine insgesamt schlechtere Effektivität gehabt. Deswegen würde ich sagen, die beiden unilateralen Seilzugübungen wären da am sinnvollsten. In diesem Sinne, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das war's. Und nicht vergessen, beim Malte vorbeischauen. Haut rein. Tschüss, tschüss. Ja, Freunde, natürlich sind solche Projekte immer ein großer Aufwand. Und ich kann nur sagen, vielen Dank für euren Support bei Process mit dem Code Sascha10, dass ihr mich da so heftig unterstützt. Und natürlich auch euch selbst, denn ihr feiert Process schon seit 7 Jahren. 23.000 Fitnessprodukte warten auf euch. In meiner Meinung nach zum besten Preis, mit der besten Qualität. Und ihr feiert es, ihr liebt es. Schaut vorbei, Freunde. Nicht nur die meiner Meinung nach besten Supplements, sondern auch Trainingsernährung, Trainingsoutfit, Trainingsequipment. Es ist alles für euch da in diesem Sinne. Jetzt vorbeischauen, kurz Sascha10 regeln und haut rein. Kuss, kuss. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus.
abklicket und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.